Ich freue mich total, dass du dabei bist, liebe Susanne, und dass wir über dieses wunderbare, super anstrengende, aber wichtige Thema sprechen dürfen. Was bewegt dich, über dieses Thema so intensiv nachzudenken? Also ich arbeite ja jetzt seit vielen Jahren als Familienbegleiterin und habe einfach gemerkt, dass das wirklich ein Thema ist, was ganz, ganz viele Familien, also beziehungsweise Mütter, immer wieder umtreibt und tatsächlich auch zu ja ganz vielen Problemen im Alltag führt, weil sie halt immer wieder sich in Frage stellen, ihre Beziehung zum Kind in Frage stellen, weil es eben auch so ist, dass halt ganz viele Mütter und Familien heutzutage überlastet sind. Und es immer mehr wird, dieser Anforderungskatalog. Ne? Also ihr habt es ja auch schon mitgepostet, dass eben nicht mehr darum geht, okay, wie kriege ich irgendwie mein Kind groß und begleite es gut, sondern dazu kommt eben auch noch diese Überlastung mit, ich muss aber auch noch backen und kochen und einen schönen Haushalt haben und dabei muss ich noch gut aussehen von morgens bis abends und Sport machen und mich bilden und sonst was alles. Also es sind total viele Sachen und dieser Druck wird einfach immer größer. Ja, das ist ja wirklich, also ich habe das Gefühl gehabt, ich war schwanger mit meinem ersten Kind und ab dem Zeitpunkt der Verkündung der Schwangerschaft hat jeder von außen mich plötzlich so richtig beobachtet. Was esse ich? Was mache ich? Darf ich das überhaupt jetzt? Als wenn ich plötzlich so öffentlicher Raum werde, weil ich jetzt ein Kind in mir trage. Das fand ich schon ganz, ganz belastend und anstrengend, diese Beobachtung. Und dann war das Kind da und dann hatte wirklich ja jeder auch so seinen Ratschlag. So habe ich es gemacht, das würde ich dir als Tipp jetzt mitgeben, auch so zu machen. Und jeder hat auch schaut nicht nur drauf, wie ist mein Umgang mit dem Kind, sondern tatsächlich, wie sehe ich aus? Bin ich noch gepflegt? Habe ich mich noch im Griff? Ist das Haus irgendwie, schaffe ich das auch zu bewerkstelligen? Und dann tatsächlich bis hin zu, mache ich Sport? Bin ich geschminkt? Ist alles sauber? Und habe ich auch noch eine gute Beziehung zu seinem Mann, zu meinem Mann? Oder bin ich jetzt nur noch Mutter und lasse die Beziehung vorschleifen? Also das wird dann ja auch total beobachtet und bewertet von außen. Und wenn das alles, diese Anforderung irgendwie nicht ganz passt, wurde ich sofort konfrontiert mit diesem Blaming, was es dann so losging. Ah, sie ist überfordert. Es ist halt viel. Ja. Was kam dann noch, wenn ich dann mal vielleicht gereizt war? Sie ist eine Zicke. Oder nein, eine Helikoptermutter und sie kann nicht loslassen. Also man wird automatisch in dieses Konstrukt der Bewertung gezogen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Oder auf der anderen Seite eine Rabenmutter. Oder eine Rabenmutter. Genau, also man kann es irgendwie nicht richtig machen. Jeder hat immer was auszusetzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch draußen so ist. Erzählt doch mal von euren Erfahrungen. Ging es euch genauso? Oder habt ihr so ein wohlwollendes Umfeld, die euch einfach so willkommen heißen, so wie ihr seid? Ich bin gespannt, von euch zu hören. Und wir werden natürlich live auch eure Fragen jetzt hier in der Sendung mit Susanne Mirau beantworten. Das Mutterbild, dieses ganz klassische, ist ja tatsächlich nach wie vor das, was ich so aus diesen Büchern kenne, von meiner Mutter vielleicht, wo noch so mit Schürze und top gestylt und das Essen steht pünktlich auf dem Tisch und alle Kinder sitzen auch ganz liebevoll da und sind halt gut erzogen und benehmen sich. Und ich weiß nicht warum, aber das sitzt so tief bei mir, dass ich tatsächlich unbewusst auch immer danach gestrebt habe und jetzt erst so nach 3-4 Jahren Mutterschaft anfangen zu hinterfragen, warum tue ich mir diesen Stress eigentlich an? Kann ich das nicht einfach so machen, wie es uns gut geht? Woher kommt das, Susanne, diesen Drang danach, das so perfekt zu machen, für alle drumherum auch? Ja, wir sind ja einfach auch so geprägt. Dass dieses Mutterbild, das gibt es halt schon so lange und das ist halt, seit Generationen wird es immer weiter übertragen und eben auch immer weiter verfeinert. Also wenn wir uns das geschichtlich angucken, sehen wir halt, wie diese ganze Last von Kinderbetreuung, früher war das ja total anders, also nicht früher bei unseren Großeltern, sondern tatsächlich schon ganz, ganz, ganz viel früher. Ja, da sind Kinder ja aufgewachsen in Gruppen und Mütter hatten halt einfach rundherum Unterstützung. Ja, da gab es halt einfach das, was heute immer als sogenanntes Dorf bezeichnet wird, dass es eben andere Frauen gab, aber nicht nur Frauen, sondern halt auch Männer, die mit Aufgaben übernommen haben. Und das hat sich im Laufe der Zeit kulturell einfach total verändert und hat dazu geführt, dass halt nicht nur diese Kinderbetreuung, sondern halt dieses ganze andere, was wir kennen, immer mehr in den Aufgabenbereich von den Müttern verlagert wurde. Und wir das auch überall sehen. Ne? Also wir sind ja auch aufgewachsen mit Werbung zum Beispiel. Werbung transportiert ganz klar
Rollenbilder, ja, und wir kennen vielleicht noch die Eintopfwerbung von früher aus unserer Kindheit, die da lief, und dann kam der Mann nach Hause und dann sagte das Kind irgendwie zum Schluss, oh, später möchte ich auch gerne eine Frau haben, die gut kochen kann, ja, und solche Sachen, die sehen wir und die verfestigen sich einfach. Das sind so innere Bilder von Mutterschaft, die halt über Generationen und ganz besonders auch in unserer Kindheit in uns geprägt wurden. Also schon, man kann auch wirklich sagen, so als Bild richtig, ne? Wir sehen halt Plakatwände, da sind halt die glücklichen, schönen, gestylten Mütter drauf, die immer zu lächeln und froh sind und ihre nie wunde Brustwarzen haben oder nicht wissen, wie sie das Kind irgendwie füttern sollen. Also alle sind immer glücklich. Und das setzt sich halt fest in unseren Köpfen. Verrückt. Und formt halt einfach dieses Mütterbild, das uns total unter Stress setzt. Ja. Wir haben ja auch bei Instagram gestern gefragt, seid ihr, bist du die perfekte Mutter, bist du der perfekte Vater? Und ich habe mich so gefreut über die Antworten. Also es kamen tatsächlich fast 90%, die gesagt haben, ja, ich bin die perfekte Mutter und der perfekte Vater. Das hat mich total glücklich gemacht. Und ich muss sagen, ich habe auch ja angeklickt. Obwohl ich kurz so überlegt habe, weil so ganz klassisch, wie ich mir das vorstelle, bin ich es auf keinen Fall. Aber natürlich mit der ganzen Argumentation für mein Kind bin ich natürlich immer die beste Mutter und ich gebe alles und das wird schon okay sein so. Deswegen habe ich dann ja geklickt. Wir haben dann nachher nachgefragt, was macht für euch da draußen die perfekte Mutter aus, eine gute Mutter aus? Und da haben ganz, ganz viele geschrieben, einfach Liebe, bedingungslose Liebe. Immer da zu sein wie ein Fels in der Brandung, immer zu begleiten auf Augenhöhe, mit Respekt, generell, dass einfach Vater und Mutter da sind für das Kind. Ja, und dann vielleicht so ein bisschen auch ein paar Kommentare gingen auch in die Richtung und auch mit Regeln, also das auch so ein bisschen mit reinspielt. Genau. Ich fand dieses Liebe fand ich toll, weil da wusste ich genau, ja, das schaffe ich. Das kriege ich hin, das mit der Liebe. Und dann mit dem immer geduldig sein, Fels in der Brandung, da habe ich schon gedacht, aha. Dann bin ich schon, glaube ich, nicht mehr die perfekte Mutter nach diesen Ansprüchen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Moment gerade, das bewegt sich ja auch immer so in Wellen, finde ich, habe ich ganz häufig irgendwie das große Bedürfnis danach, alleine zu sein, ohne meine Kinder, weil ich es sehr, sehr anstrengend finde und auch häufig sehr nervig. Also so toll ich es finde, aber es gibt viele Momente, wo ich denke, boah, und jetzt würde ich gerne hier bei meinen Freunden, wo wir gerade Kaffee trinken, sitzen bleiben und die gehen jetzt mit unseren Kindern nach Hause. Ich weiß nicht, geht es euch da draußen auch so oder seid ihr immer total gelassen? Das ist ja irgendwie so. Und dann denke ich immer, wenn ich solche Gefühle habe, bin ich dann überhaupt eine gute Mutter? Du bist eine total gute Mutter, weil Selbstfürsorge ist halt was ganz Wichtiges für das Elternsein. Weil manchmal ist das so, dass genau diese ganzen Anforderungen das Gefühl dafür so ein bisschen ja, außer Acht lassen, ne, dass wir halt denken, aber das Kind geht immer vor, das Kind ist total wichtig. Ne? Aber wir können nur dann für das Kind da sein, wenn halt unsere Grundbedürfnisse auch erfüllt sind. Und wir können das Kind auch nur richtig sehen, weil wenn wir Stress haben, und Stress entsteht eben dann, wenn wir nicht gut für uns sorgen, also wenn wir zum Beispiel nicht gut essen, ja, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie wenig gegessen haben, haben wir irgendwie schlechte Laune, also ich auf jeden Fall. Oder wenn wir wenig geschlafen haben, auch dann haben wir Stress. Ja? Und auch bei den anderen Sachen, das fällt nicht so oft auf. Ne? Es dauert bei vielen Sachen eine ganze Weile, bis wir merken, wir sind da in der, nicht mehr in der Balance. Zum Beispiel, wenn wir zu wenig Bewegung haben, ja, oder zu wenig Sozialkontakte, zu wenig Anerkennung. Das ist auch alles, gehört alles zu diesen Bedürfnissen, die wir haben. Und wenn wir davon zu wenig haben, dann haben wir Stress. Und wenn wir Stress haben, dann ist es im Gehirn so, dass wir nicht mehr feinfühlig eingehen können auf andere. Dann sehen wir andere per se aggressiver und bösartiger. Und das ist halt draußen so, ne? Das kennen wir vielleicht, wenn wir einen stressigen Tag hatten von der Arbeit und fahren nach Hause und sitzen in der U-Bahn und denken, oh, was gucken die denn so blöd? Wenn wir einen guten Tag gehabt hätten, dann würden wir das nicht annehmen. Aber an stressigen Tagen kann das halt einfach sein. Und das führt auch dazu, dass wir in Bezug auf unsere Kinder die nicht richtig interpretieren können. Dass wir die Bedürfnisse von den Kindern nicht richtig interpretieren und dass wir auch einfach, ja, zu gestresst sind dafür. Ja, und deswegen ist es total wichtig, auch zu sagen, zum Elternsein, zum Muttersein gehört auch dazu,
einfach auf sich zu achten. Und wenn man halt gerade das Bedürfnis danach hat, mehr Sozialkontakte zu haben, also sich zugehörig zu fühlen zu einer Gruppe und Anerkennung von der Gruppe zu haben, dann ist das auch total wichtig und das ist total in Ordnung. Hm. Also gehört es für mich als Mutter zu meiner Aufgabe, all meine Bedürfnisse permanent im Blick zu haben und am besten die auch zu erfüllen, bevor ich überhaupt in Not gerate. Ja. Na, also das ist tatsächlich, also man soll sich dann auch nicht so Freizeitstress machen und denken, oh, jetzt war ich aber seit 4 Tagen nicht beim Sport und muss aber unbedingt, um meine Bedürfnisse auszugleichen, sondern es ist halt entspannt, darauf zu achten und vor allem davon wegzukommen, von diesem Stress zu denken, nee, ich muss immer das Kind zuerst bedienen oder so, sondern halt tatsächlich zu gucken, das ist auch wichtig, dass ich für mich sorge. Und es gibt ja auch noch andere Bezugspersonen meistens, die halt ganz viel mit übernehmen können, sodass das ausgewogener ist. Das gehört ja auch zu dem Mutterbild dazu, dass die Mütter per se das besser könnten oder besser wären für die Kinder, was aber tatsächlich gar nicht stimmt. Wir sehen durch Studien, dass eben beispielsweise Väter auch ähnliche Hormonausschüttungen haben, dass die ähnlich fürsorglich auf die Kinder eingehen könnten, wenn sie es machen, wenn wir sie lassen und wenn sie halt natürlich auch diese Bereitschaft haben, die Aufgaben zu übernehmen. Mein Mann sagt ja immer, so sehr er sich anstrengt, er hat das Gefühl, dass die Mutter doch noch so was Besonderes hat, so einen besonderen Sensor, den er einfach gar nicht antrainieren kann. Also er beschreibt da immer so gerne meinen Handgriff so kurz vor die Tischkante in dieser Millisekunde und dieses Glas, was man dann so einfach schnell noch auffängt. Und er sagt ja, man kann sich so anstrengen, wie er will, aber das kriegt er irgendwie, diesen Moment. Das muss irgendwas mit dem Muttersein zu tun haben. Aber du sagst, das stimmt überhaupt nicht, oder? Ich hätte keine Lust mehr, das Glas aufzufangen. tatsächlich ist halt Muttersein und Fürsorge auch eine Übungssache. Ne? Dass Fürsorge prinzipiell ist und Feinfühligkeit ist halt auch eine Übungssache. Und da ist es natürlich schwierig, gerade Väter, die ja häufig da keine Rollenvorbilder hatten, die vielleicht auch Väter hatten, die eher so nach der Arbeit nach Hause kamen und am Wochenende mit denen in der Garage was gebastelt haben, aber jetzt nicht die klassische Fürsorgearbeit übernommen haben, die es eben heute auch gibt. Hm. Und genau, deswegen ist es halt da einfach wichtig, den Vätern halt auch einfach die Sachen so zu überlassen, dass sie halt mitmachen können. Ich glaube, ich höre dich nicht mehr. Jetzt. Hörst du mich? Du bist bei mir weg. Ja, okay. Das ist ein bisschen doof, ja. Aber ich kann auch weiter sagen zu den Vätern. Prinzipiell ist es tatsächlich einfach so, dass wir dass wir ähnliche Hormone haben, die ausgeschüttet werden und es nicht dieses klassische, die Mutter hat das bessere Gefühl dafür. Ne? Das kommt halt tatsächlich dafür, dass wir mehr Zeit mit den Kindern verbringen, dass wir es eher absehen können. Das Einzige, was eben tatsächlich da ist, ist halt durch die Geburt der hohe Hormonanstieg nach der Geburt, beziehungsweise beim Stillen auch die Hormone, die da ausgeschüttet werden. Aber ansonsten können Eltern das eigentlich ganz gut beide regeln. Und manchmal ist es halt auch so, dass wir Sachen total unterschiedlich machen und unterschiedlich sind. Und es ist trotzdem okay für die Kinder, dass dann das Glas eben verschüttet wird oder irgendwelche anderen Sachen anders geregelt werden. Ich hoffe, dass wenn wir jetzt bei Facebook rausgehen, dass du mich noch weiterhin verstehen kannst. Kannst du mich wieder verstehen, Susanne? Vielleicht über das. So, warte. Ja. Ja. Kannst du mich jetzt hören? Jetzt kann ich dich besser verstehen. Okay, super. Ja. Dann machen wir jetzt erstmal so weiter. Die Technik will heute nicht so ganz, wie wir möchten, aber bei Instagram funktioniert alles. Das ist schon mal wunderbar. Ja, das heißt, dann würde ja im Prinzip bedeuten, dass tatsächlich diese Elternzeit für den Vater unglaublich, unglaublich wichtig ist, um wirklich überhaupt die Chance zu haben, so eng und so nah das so zu empfinden und zu erleben, oder? Anders irgendwie reinzukommen, ist dann vermutlich schwierig, weil ich habe immer das Gefühl, okay, ich bin jetzt das ganze Jahr irgendwie zu Hause, habe das 24 Stunden gemacht, ich konnte es am Anfang auch nicht und ich musste Stück für Stück lernen und natürlich kann er es dann ja auch nicht, wenn er nicht diese Übungsstunden im Prinzip hatte, diese vielen Übungsstunden, die ich ja gerade habe. Und das fällt mir dann natürlich unglaublich schwer, immer zu sagen, ah ja, ich habe Verständnis für dich, weil du brauchst noch mehr Übung. Aber eigentlich ist es so, oder? Also es ist super, wenn die Väter eben auch Elternzeit einfach nehmen können.
es ist eben nicht immer möglich. Und dann ist es, wenn die Väter halt keine Väterzeit haben, dann ist es, oder beziehungsweise Elternzeit haben, dann ist es halt gut, wenn sie tatsächlich im Alltag Sachen übernehmen, damit sie das Kind kennenlernen, damit sie die Signale des Kindes kennenlernen, dass sie halt wirklich Windel wechseln, Beikost füttern, halt diese ganzen Kleinigkeiten des Alltags machen. Und dass wir auch nicht dann denken, oh nein, wir können es besser, sondern die halt tatsächlich machen lassen. Und Kinder sind da auch sehr robust. Für die ist das nicht schlimm, wenn die Windel irgendwie schief gewickelt ist und dann ausläuft oder so, sondern diese Interaktion ist halt einfach sehr, sehr viel wert. Und dann ist es halt tatsächlich gut, das zu ermöglichen. Mhm. Ja. Wunderbar. Das heißt, auch ohne Elternzeit mit weniger Stunden kann der Mann das schon irgendwie hinkriegen, dass er dann die gleichen Gefühle entwickelt und auch die gleichen Punkte beherrscht, ja. Mhm. Okay. Genau, also es also ist wirklich einfach wichtig, sich Zeit zu nehmen. Mhm. Sag mal da draußen bei euch, wie ist es denn da so? Wie viel engagieren sich die Männer bei euch im Haushalt und bei den Kindern? Kriegt ihr das gut hin, vielleicht auch nach der Arbeit, vor der Arbeit, dazwischen? Oder ist vielleicht sogar der Mann derjenige, der den Schwerpunkt irgendwie Kinder großziehen, Kinderalltag bei euch übernimmt? Erzähl doch mal. Du hast ja ein ganz tolles Buch geschrieben, Mutter sein. Und ich würde gerne mal wissen, was deine Motivation dahinter richtig ist. Dieses Buch nochmal, weil tatsächlich genau zu diesem Thema gibt es, glaube ich, gar nichts anderes bis jetzt, oder? Also in dieser modernen Gesellschaft jetzt aus dem Blick. Ja, also es gibt schon auch ein paar Bücher über Mutterschaft, die besonders die kritischen Punkte hervorstellen. Also all die Überlastung, die eben da vorherrscht. Und das ist auch wichtig, da hinzugucken, dass dieses Mutterbild einfach überhöht ist und auch dazu führt, dass wir halt eine große Anzahl von Müttern haben, die wegen Erschöpfungssyndrom oder Burnout auf Kur gehen. Der Anlass für das Buch war tatsächlich zu sagen, wir können da eigentlich durchatmen. Ja, Mutter sein ist total überhöht momentan, aber das ist gar nicht so notwendig, dass wir so ein überhöhtes Mutterbild haben. Wir müssen, weil eigentlich geht es ja immer darum zu schauen, wir wollen, dass die Kinder gut aufwachsen, ja, dass sie sichere Bindungsbeziehungen haben und wir ihnen damit einen guten Start ins Leben geben. Und irgendwie hat es sich aber so entwickelt, dass diese Anforderungen dafür immer höher wurden. Aber das muss gar nicht sein. Wir können tatsächlich ziemlich entspannt, wenn wir auf die Bindungstheorie gucken, entspannt Mutter sein. Und wir müssen gar nicht alles so super machen, weil die Kinder halt von sich aus auch toll sind und weil wir ihnen mit ziemlich wenig Sachen einen guten Start mitgeben können. Und darum geht es halt wirklich zu gucken, was ist daran? Ja, wie kann ich auch schon von Anfang an in der Schwangerschaft, unter der Geburt und dann später dafür sorgen, dass es halt mir dabei gut geht und dann auch mal abzugleichen, ja, wie viel Pädagogik muss eigentlich sein für das Elternsein? Ist das tatsächlich wichtig, dass ich alles kann und alles weiß und muss ich alle Hausaufgaben betreuen können und müssen die Kinder überall hingefahren werden oder so, sondern halt wirklich da, wie ist es mit dem Körper, mit dem Körperbild auch, wie hat sich das entwickelt, dass wir auf einmal alle super schlanke, gestylte Mütter sein müssen, die einfach nur schön mit Cappuccino in der Hand den Kinderwagen schieben. Da wirklich zu sagen, das muss alles nicht sein, ihr könnt alle durchatmen, um das zu entlarven, was eben ja an falschen Sachen kursiert in der Gesellschaft. Ich sag noch mal einmal kurz Hallo an Facebook, alle, die da wieder dazugeschaltet haben. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt könnt ihr uns sehen und auch hören. Entschuldigung, dass es eben mit der Technik nicht so gut geklappt hat. Aber wir haben heute zu Gast Susanne Mirau. Und sie ist Bestseller-Autorin rund um das Thema Geborgen wachsen. Das ist zum Beispiel, also Geborgen wachsen war tatsächlich so diese Reihe deiner Bücher, die beste Literatur in Sachen, dass ich reinkomme in diese Mutterschaft und in diese Mutterrolle und auch wirklich das erste Buch, wo ich das Gefühl hatte, jetzt fühle ich mich verstanden, so wie ich das gerne machen will mit meinen Kindern, nicht so wie das andere vielleicht irgendwie ein bisschen vorgeben. Du bist aber auch Kleinkindpädagogin und das zeichnet sich dich da natürlich besonders drin aus und auch dreifache Mutter. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben zum Thema Muttersein und da sprechen wir heute drüber, nämlich über die perfekte Mutter und Mutterrollen und Normen aus der Gesellschaft, die es uns vielleicht auch richtig schwer machen im Alltag,
eine gute Mutter zu sein. Was auch immer die Definition dazu ist. Und ihr seid herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen an Susanne Mirau oder aber auch eure Geschichten und Erfahrungen zu dem Thema zu erzählen. Und wir werden die dann auch gerne live hier in der Sendung beantworten. Wir haben gerade so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir loslassen können und als Mutter auch mal ein bisschen entspannt und einfach unseren Weg gehen können. Was mir auffällt, mir dann trotzdem unglaublich schwer fällt, wenn man dann andere richtig gute Mütter in unseren Augen sieht, das Bedürfnis zu haben, es auch so zu machen. Woher kommt dieser Instinkt dann? Ha, Mist, das muss ich auch noch hinkriegen, weil dann könnte ich halt so gut sein. Was ist das? Es ist ja auch eine große Verunsicherung. Also wir sind ja auch verunsichert davon, von diesem Ideal, das wir haben und das uns die ganze Zeit vor Augen geführt werden müsste, dass wir halt auch in allen Bereichen ganz super sein müssen. Und es wird immer behauptet, es gäbe halt so eine Messlatte. Tatsächlich ist es ja aber so, dass wir einfach gucken müssen auf unsere Familie, auf unsere familiäre Situation und auf unsere Kinder. Und die sind halt total unterschiedlich. Wir haben halt unterschiedliche Temperamente und deswegen müssen wir sie halt auch unterschiedlich begleiten. Und was halt in einer Familie funktioniert, funktioniert vielleicht in der anderen Familie nicht. Und dann stellen wir uns halt immer wieder in Frage und wir denken, oh Gott, aber bei denen läuft das ja so total gut. Vielleicht mache ich dann ja was falsch. Aber das stimmt halt einfach nicht, weil wir müssen es halt so machen, dass es bei uns gut läuft. Und wenn wir halt bestimmte Rituale und Abläufe haben, die total gut funktionieren bei uns, dann ist das total in Ordnung. Ne? Also gerade bei diesen großen Themen, ja, Stillen oder Flasche Beikost als Brei oder ein Stückchen, ne, da sehen wir halt immer, wie andere das machen und das mag da eben passen oder die richtige Möglichkeit sein, aber es bedeutet nicht, dass es bei uns die richtige Möglichkeit ist. Ja, das ist ja dann im Prinzip die Entstehung des eigenen Selbstbewusstseins, so auch als Mutter. Aber dahin zu kommen, gerade wo ich auf jeden Fall als ganz junge Mutter total verunsichert war, da ist man ja wirklich auf der Suche nach so seinem richtigen Weg. Und bis man sich da gefestigt hat und dieses Selbstbewusstsein entwickelt hat, ist das ja erstmal ein ganz schön langer Prozess. Also ich habe eben schon erzählt, meine Große ist jetzt 3,5. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt in diesem Jahr so erstmalig so ein bisschen weiß, was ich gerne möchte und mir das dann auch egal ist, was das Drumherum dazu sagt und denkt. Also ich habe 3 Jahre lang im Supermarkt, war es mir wichtig, darauf zu achten, dass alle das so gut finden, wie ich das mache, weniger als dass ich gerade gut mit meinem Kind war. Und jetzt habe ich erstmalig das Gefühl, auch wenn da jetzt gerade ein Wutausbruch stattfindet, setze ich mich mit auf den Boden und wir nehmen uns irgendwie atmen durch und nehmen uns auch eine halbe Stunde Zeit. Und wenn die Große dann noch obendrauf dann doch noch irgendwie Pipi macht und das Ganze eskaliert, ist das für mich jetzt okay? Und ich entziehe mich diesen Blicken und seitdem ich dieses Selbstbewusstsein habe, habe ich das Gefühl, sind die Blicke auch nicht mehr so da. Ja. Habe ich die ausgeblendet oder sehen die einfach eine starke Mutter, die sie denken, ah, die kriegt das schon hin, da muss ich mich gar nicht einmischen? Ich glaube, sowohl als auch. Also wir strahlen ja auch ein bisschen das aus, ne, wenn wir verunsichert sind. Und das Wichtige ist tatsächlich, in solchen schwierigen Situationen sich bei sich selbst zu bleiben, ne, diese Selbstanbindung einfach zu machen und zu sagen, okay, es ist jetzt nicht wichtig, was die anderen denken, sondern ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Es ist egal, welche Erinnerungen ich in mir habe von irgendwie früher, wie man das gemacht hat, ja, wie ich selbst vielleicht auch aufgewachsen bin, wie damit Trotz umgegangen wurde oder Autonomie, sondern ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ich kümmere mich und konzentriere mich nur auf mich und mein Kind. So. Und das braucht tatsächlich, wenn es erstmal schwierig war, braucht es halt tatsächlich eine ganze Weile. Und es ist ja auch so, dass dieser Bindungsaufbau auch über Jahre stattfindet. Ne? Wir denken immer so, ah, das Baby ist da und zack, verliebt und so. Aber so ist es auch nicht. Bindung entsteht halt tatsächlich über Jahre hinweg, diese Beziehung, die wir haben. Und wir lernen das Kind auch immer besser kennen und uns als Elternteil auch und sind dann einfach gefestigt, da wir wissen, okay, das ist jetzt so, davon wird die Welt nicht untergehen, das Kind wird sich auch irgendwann wieder beruhigen und wir können dann irgendwann weitergehen, während es beim ersten Mal oder beim zweiten Mal auch noch total verunsichernd ist. Ja, klar.
Ja, klar, das ist so richtig mit Schweißausbruch und allem drum und dran. Ne? Es kann ja alles passieren und dann kommen tatsächlich diese Sprüche, ach, kann die Kleine nicht laufen und alles, was die Leute dann sagen von außen, das verunsichert ja unglaublich. Wir schauen mal einmal kurz, ja. Hier gibt es nämlich schon ganz, ganz viele Fragen und wir haben ja gerade auch ein bisschen darüber gesprochen, was man macht, wenn man gerade eine Auszeit braucht oder irgendwie ein bisschen genervt ist, dass man sich auch die Zeit nimmt für sich selbst und rausgeht. Und da schreibt jemand zum Beispiel, wenn es ganz schlimm ist, sage ich, Mama braucht eine Auszeit und gehe kurz weg. Nicht das Kind, sondern ich. Also sie nimmt sich dann einfach so die Zeit. Und ich höre noch, aus genau. Der Regie gibt es eine Frage, die ich jetzt gerne weiterleiten würde. Genau, erstmal schreibt die Kelly, ich finde es sehr traurig, dass es heute so schwer ist, auf sein Bauchgefühl zu hören, da man immer überlegt, was andere denken und wie andere es machen. Ich persönlich finde es ganz, ganz schwer. Dieses Bauchgefühl einfach im Blick zu haben und nicht zu verlieren, weil man so in Außensicht ist. Wie könnte das jetzt aussehen? Ja, gibt es da irgendwie einen Trick, wie man zu sich findet? Also das mit dem Bauchgefühl ist halt manchmal auch so ein bisschen schwierig. Viele haben einfach ein gutes Bauchgefühl, dass sie halt wissen, wie man liebevoll mit Kindern umgeht. Na, das ist halt total gut. Das bekommt meistens daher, dass man selber entweder hat oder selber einfach auch liebevoll aufgewachsen ist. Ne? Dann sagt uns unser Körper auch von sich aus, nein, du sollst jetzt nicht das Kind irgendwie bestrafen, beschämen in dieser Situation oder gar schlagen, sondern ich warte jetzt einfach ab und setze mich daneben, bis dieser Wutanfall zu Ende ist. Ne? Bei manchen ist aber das Bauchgefühl einfach auch gar nicht da in dieser Form, weil sie selber anders das erfahren haben, nicht reflektiert haben und dann ganz andere Impulse haben. Deswegen ist es halt tatsächlich ganz gut, Informationen einzuholen, wie man modern und heutzutage liebevoll einfach Kinder begleiten kann. Wenn man aber tatsächlich weiß, ich habe ein gutes Gefühl, ja, und es sind die anderen drumherum, die das schlechte Gefühl vermitteln, dann ist es halt sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass halt diese andere Generation oder auch Menschen, die halt in diesem Erziehungsstil aufgewachsen sind, einfach durch diese Erfahrung das anders sehen. Ja, und wir, die das halt dann anders machen und liebevoll mit den Kindern umgehen, das ist richtig und das ist normal. Und die anderen haben einfach dann auch Arbeit, Entwicklungsarbeit sozusagen vor sich. Ne? Also diese Perspektive umzudrehen und zu sagen, nicht ich bin der Alien, sondern ich mache das schon richtig und das ist total gut, wie ich das mache. Mhm. Aber wir haben einfach eine Gesellschaft um uns, in der das einfach verloren gegangen ist. Mhm. Wir haben jetzt gerade auch dazu ja gesprochen, dass es wichtig ist, seine eigenen Bedürfnisse immer im Blick zu haben und die auch rechtzeitig zu sehen und die Zeit sich da auch entsprechend für zu nehmen. Da schreibt hier eine zum Beispiel, natürlich bin ich auch mal genervt und möchte gerne ausbrechen. Manchmal sollte man das auch tun, um mit Power wieder für die Kinder da zu sein. Und eine andere schrieb gerade, dass sie sich jeden Tag eigentlich eine Stunde oder anderthalb Stunden nur für sich nimmt. Und das finde ich, das klingt ja traumhaft. Das müsste ich mir wahrscheinlich auch irgendwie vornehmen. Ich habe tatsächlich die letzten Jahre mir so gar nicht Zeit so für mich genommen, sondern hatte auch immer das Bedürfnis, das jetzt alles so zu managen und nur für die Kinder da zu sein, auch aus dem Gefühl heraus. Also ich wollte gar nicht das andere. Und jetzt plötzlich seit ein paar Wochen habe ich so ganz stark das Bedürfnis danach und habe mir dann zum Beispiel vorletzte Woche einen Tag gegönnt, wo ich ganzen Tag alleine war und habe mich dann richtig, richtig gut gefühlt und war wieder aufgetankt mit Power den ganzen Sonntag bis mittags und hatte mittags dann schon wieder das Bedürfnis und dann dachte ich, oh, das ist auch nicht gut. Anscheinend gefällt mir das dann alleine so gut, dass ich dann es noch mehr brauche. Ist das so? Hat das so einen Effekt, dass wenn man sich Zeit für sich nimmt, dass man dann immer mehr davon braucht? Es kann auch einfach sein, dass dein Akku einfach ganz tolle leer ist. Ne, also wir haben, glaube ich, den Akku von unserem Handy immer besser im Blick als unseren persönlichen Akku. Ja. Und dass wir halt dann erst merken, wenn wir wirklich mal die Chance haben, aufzuladen, dass wir merken, oh, ich bin echt ganz schön erschöpft und eigentlich brauche ich viel mehr davon. Ne? Ja. Und das ist meistens ja einfach nicht reich zu sagen, okay, ich habe mal im Monat einen Tag für mich, sondern tatsächlich jeden Tag am besten irgendwelche Zeiten zu haben, wo man wirklich kurz aufatmen kann. Also zum Beispiel mache ich das immer so, dass bevor ich die Kinder abhole, ich mich einfach nochmal in Ruhe hinsetze und einen Kaffee trinke und nochmal durchatme nach der Arbeit und nicht sofort mit dem ganzen Stress in diese Abholsituation reingehe, die sowieso auch stressig ist, sondern einmal kurz
Oh, einmal kurz durchatmen, nochmal das alles vom Tag hinter mir lassen, Revue passieren lassen und dann halt entspannt weitergehen. Ne? Und tatsächlich sind generell aber solche Zeiten nur für sich wirklich wichtig. Wie viel braucht ein Mensch so? Da gibt es wahrscheinlich kein Level. Jeder ist verschieden. Ne? Da muss man sich vermutlich einfach kennenlernen. Genau. Wie ist das bei euch da draußen? Reicht euch jeden Tag so ein kleiner Moment zum Durchatmen für euch? Oder habt ihr so richtig das Bedürfnis nach ganz viel Alleinezeit? Ich habe ja auch das Gefühl, man weiß ja, wenn man Mutter wird, noch nicht genau, was man auch alles irgendwie nicht mehr hat, was man vorher hatte. In dem Moment weiß man das reflektiert vielleicht so aus Erzählungen, aber das so richtig dann irgendwie, man kann das ja auch nicht vorher dann so auftanken, weil jetzt geht's irgendwie 10 Jahre nicht mehr. Und dann hat man schon so Momente, wo man so ein bisschen die alte Zeit auch betrauert, oder? Oh, ich will jetzt gerne einfach mal ausschlafen, den ganzen Tag irgendwie Fernsehen gucken im Bett. Und das geht jetzt nicht mehr. Wie kann man damit umgehen mit dieser Arbeit? Wichtig ist halt einfach in der Beziehung gut in Kommunikation zu sein. Und tatsächlich dann auch zu sagen, also sofern man halt Partner, Partnerin hat mit und sich die Eltern Aufgaben teilt, dass man wirklich sagt, ich brauche das jetzt einfach mal, ich muss ausschlafen. So, das ist wichtig, damit ich tagsüber auch wieder Kraft habe, weil diese ganze Emotionsbegleitung von Kindern ist halt auch super anstrengend. Ja. Dass wir ja nicht nur diese 1000 Handgriffe haben, ne, was vorhin meinte, dieses Glas Wasser schnell auffangen, ne, sondern halt, dass was wirklich ja auch zehrt, ist halt, diese Gefühle von Kindern zu begleiten, das Weinen des Babys auszuhalten und zu begleiten, die Wutanfälle zu begleiten und auszuhalten und auch Gefühle zu regulieren und zu sagen, oh, jetzt hast du dich mit deiner Freundin oder mit deinem Freund gestritten, und darüber zu sprechen. Ne? Das sind ja über viele, viele Jahre so extrem viele Gefühle, die wir begleiten müssen. Das ist halt super anstrengend und dafür brauchen wir auch einfach Kraft. Mhm. Fragen noch mal einmal kurz in die Runde, was da... Ja, also Luftzeit und Liebe schreibt, klare Absprachen mit ihrem Mann sind wichtig. Sonntags die Woche vorbesprechen und Zeiten einplanen. Also, dass das wirklich das mit auf die Agenda schon kommt, das ist jetzt nicht ein Termin... Also, wie ein anderer Termin müsste auch die eigene Me-Time sozusagen mit in den Kalender, oder? Ja, also wir sind mit 3 Kindern sind wir totale Planungsfans und planen tatsächlich alles wirklich richtig gut durch. Sowohl unsere Arbeitszeiten unterschiedlichen als auch unterschiedliche Hobbys oder Veranstaltungen, wo wir hingehen und so weiter. Das ist halt alles sozusagen gut geplant und auch super wichtig für den Alltag. Hier schreibt jemand, das muss ich jetzt einmal kurz dreimal lesen eigentlich. Susanne, denkst du auch, dass die Entbundenheit zur eigenen Mütterlichkeit und die Entbindung von der Mutter eine, wenn nicht die größte Destruktivität ermöglicht? Also die Entbundenheit zur eigenen Mütterlichkeit und die Entbindung von der Mutter. Also das kommt drauf an, wie halt die eigene Kindheit auch war, ne? Also wie man das wahrgenommen hat. Und ich erlebe viele im Beratungskontext, viele Mütter, die halt eher davon berichten, dass sie es ganz anders machen wollen als ihre Mütter. Ne? Also es kommt auch die Generation auch drauf an, welche Muttergeneration da ist. Jetzt die jungen oder jüngeren Mütter haben schon wieder eine andere Erziehung häufig als jetzt beispielsweise in meiner Generation. Ja, ich bin ja schon fast 40. Da ist halt Erziehung noch ganz anders gelaufen. Ne? Und da gibt es halt einfach sehr viele, die sagen, ich möchte das heute anders machen. Und tatsächlich, je nachdem, was sie erlebt haben, da auch unterschiedlich mit umgehen. Ne? Das habe ich im Buch auch mit beschrieben, dass es ja tatsächlich auch eine große Anzahl von Menschen gibt, die halt auch den Kontakt abbrechen zur Ursprungsfamilie, weil sie halt einfach ja Bindungstraumata zum Beispiel erlitten haben. Mhm. Na, da muss man halt tatsächlich gucken. Aber tatsächlich ist es, wenn man halt eine gute Beziehung hat zur Ursprungsfamilie, dann ist das ein großer, großer Schatz, ja, einfach auch zu sagen, hier, ihr könnt die Kinder auch genauso gut übernehmen, ihr könnt euch super darum mitkümmern, und auch von Anfang an.
auch die mit einzubeziehen. Ja, das ist nicht so, dass auch das kleine Baby die ganze Zeit bei der Mutter sein müsste, sondern halt auch Großeltern sich wunderbar darum kümmern können. Ne? Und das gleichzeitig auch eine tolle Entlastung schafft und die Bindung zwischen Großeltern und Kind auch wieder stärkt. Mhm. Ja, das ist eine ganz große Ressource auch. Das wissen wir aus der Resilienzforschung. Gerade Großeltern können ganz wunderbar sein für Kinder. Mhm. Ja, und wenn diese Möglichkeit da ist, dann sollte man die auf jeden Fall nutzen und weiter befördern. Dieses ein kleines Kind zu haben und ein Baby zu haben und sich dadurch auch damit auseinanderzusetzen, wie ich selbst mit dem Kind jetzt spreche und wie ich was mache, führt ja automatisch dazu, dass ich mir Gedanken mache, wie war das eigentlich in meiner Kindheit? Und ich habe das Gefühl, dass wirklich dass man seine eigene Kindheit ja nochmal Revue passieren lässt und tatsächlich unterschwellig so manchmal was hochkommt, was man gar nicht wusste, dass das vielleicht mal so war. Also es ist wie so eine kleine Therapie irgendwie, eigene Kinder zu haben. Ja, tatsächlich. Also da kommt tatsächlich sehr, sehr viel hoch bei Eltern, insbesondere auch bei Müttern, ne, in der Reflexion der eigenen Mutterschaft und dann halt auch dieses Gefühl von dem eigenen Kind sein. Und das kann auch nochmal eine ziemlich große Belastung sein für einige. Mhm. Und für andere eben auch einfach nochmal den Raum eröffnen, mit den eigenen Eltern darüber zu sprechen. Mhm. Eine super Chance, aber auch sehr anstrengend, weil ich habe das bei uns zum Beispiel immer erlebt, dass meine Mutter sich direkt angegriffen gefühlt hat, weil das dann ja heißt, wenn ihr es jetzt anders macht, dass so wie ich es gemacht habe, es irgendwie falsch war, was damit natürlich nichts zu tun hat, weil in ihrer Zeit war das das Beste und jetzt ist das das Beste. Wie kann man da in den Dialog gehen und das so ein bisschen sensibel rüberbringen? Tatsächlich ist das ganz gut, was du ja auch schon gesagt hast, zu sagen, ihr habt es damals so gemacht, wie es eben damals für die Zukunft richtig war. Ne? Und wir wissen aber heute, dass die Voraussetzungen für die Zukunft anders sind. Deswegen muss halt Erziehung auch anders stattfinden. Ja, die Kinder werden ganz andere Tätigkeiten machen. Es ist halt wichtig, dass die Kinder eher flexibel denken können, dass die kreativer sind. Und damit sie flexibel und kreativer sind, ist es halt wichtig, dass wir das in der Erziehung und Begleitung von Kindern halt mit unterstützen. Und das machen wir halt durch einen Erziehungsstil, der ihnen halt auch Freiräume lässt und die sie halt ja integriert in viele Sachen. Ne, und dass man halt sie nicht mit Druck und ja Erpressung oder so erzieht, sondern tatsächlich ja auf Augenhöhe mit ihnen ist. Und dadurch können sie halt kreativ und flexibel sein und genau das brauchen sie halt für die Zukunft. Und früher brauchte man tatsächlich eher das Funktionieren und sich an Regeln halten und ja, klar abarbeiten. Ja, auch für Arbeitsprozesse. Ne? Also wir brauchen einfach in der Zukunft wahrscheinlich weniger Sachen, wo man halt einfach nur funktioniert, wo man Sachen gleichförmig ausführt, ne? Sondern halt tatsächlich diese kreativen Sachen, die sonst jetzt einfach von Maschinen übernommen werden, die ausführenden Tätigkeiten. Ja, wunderbar. Was für ein Glück, dass wir heute leben und so liebevoll erziehen dürfen, oder? Und begleiten dürfen. Stell dir mal vor 2-3 Generationen, das wäre ja fürchterlich. Ja, das war auch wirklich, wenn man sich halt Erziehungsratgeber von früher durchliest, das habe ich auch gemacht für die Arbeit an dem Buch zum Beispiel, aber auch generell für die Elternberatungsarbeit, das ist schon sehr gruselig, ja. Und wenn man dann so ein Buch liest, wo dann drin steht, auf jeden Fall, Mutter, bleibe hart, nimm das Kind nicht aus dem Bett, wenn es schreit, die Kinder sollten prinzipiell in einem anderen Zimmer bleiben tagsüber, die brauchen das auch nicht so viel angesprochen zu werden und so. Das läuft einem dann schon mal kalt über den Rücken. Wahnsinn. Ja. Ja, schön. Ich möchte noch mal einmal kurz zurückkommen zu dem Thema und dann finden wir den Bogen nachher in Richtung Ende leider schon. Hier schreibt Nathalie Selfmade 2018 zum Beispiel. Sie fühlt sich schon schlecht, wenn sie nicht jeden Tag mit ihrem Kind bastelt. Also schon diese Schuldgefühle, wenn man nicht sich komplett den Raum nur für die Kinder opfert und nicht schafft, da irgendwie für sich die Zeit rauszuholen. Wie geht dir das oder wie schaffst du es, wenn du mit dem Kind zusammen bist, zu sagen so und jetzt gerade brauche ich eine kleine Auszeit und nehme mir was für mich? Also bei uns ist das zum Beispiel so, dass meine Tochter, wenn ich mit ihr den Nachmittag verbringe, sie die ganze Zeit sagt, spiel mit mir und nur ich spiele dann die ganze Zeit unsere Rollenspielchen und Männchenspielchen, was im Moment angesagt ist und wenn ich eine Sekunde irgendwie gedanklich abwesend bin, merkt sie das sofort und sagt, spiel mit mir.
ich habe gar keine Chance, da irgendwie auszuweichen. Und wenn ich sagen würde, ich brauche jetzt kurz für mich die Zeit, dann wäre das ganz schlimm. Also wir, natürlich, die Kinder sind halt einfach so soziale Wesen und die wollen halt Interaktion haben. Und je nach Temperament, manche können halt früher schon alleine spielen, manche halt eher ein bisschen später. Aber natürlich ist es für uns, kommt unseren Bedürfnissen nicht entgegen, wenn wir die ganze Zeit mit unseren Kindern spielen müssen. Deswegen ist es tatsächlich gut, wenn man sich dann andere Möglichkeiten sucht, wie man die sozialen Bedürfnisse des Kindes irgendwie erfüllen kann. Ne? Also, dass man halt Spielbesuch einlädt, rausgeht auf den Spielplatz, ne? Oder halt Großeltern mit einbezieht oder andere Verwandte, die dann halt einfach mitspielen können. Denn wir müssen es nicht machen. Ja? Wir können die Kinder, wenn wir sagen, wir wollen ihnen Beziehung anbieten, dann können wir auch sagen, okay, weißt du was, du kannst mit mir zusammen, das hört sich erstmal so uncool an, zusammen Wäsche zusammenlegen. Ja, wir machen ein Puzzle, ein Sockenpuzzle auf dem Fußboden und suchen zusammen die passenden Paare zusammen. Oder wir können zusammen in der Küche das Essen vorbereiten. Ja, auch schon die Kleinkinder können gut einbezogen werden ins Schneiden, ins Zubereiten und so. Das sind auch alles Situationen, in denen wir halt Beziehungen herstellen, für die Kinder da sind und einander reden können. Aber wir müssen tatsächlich nicht als Eltern die ganze Zeit in den kleinen Puppenküchen sitzen oder in den Kaufmannsläden und halt mitspielen, weil das einfach auch Eltern überfordert, ja, also es ist halt einfach anstrengend und oft ist es ja so, wenn die Kinder auch größer werden, dann sagen sie auch einem auch ständig, dass man dann falsch spielt, ja, nein, du sollst doch aber das und das machen und nein, das ist falsch und dann kommt man eher in einen Konflikt, weil man halt versucht, Kind zu sein, was man aber eben einfach auch nicht ist. Ja, bei uns laufen die Spiele jetzt so ab, sie sagt, du spielst die, die macht jetzt das und dann sagt sie das und dann kommt die und macht das und dann muss ich das genauso machen. Ja, also diese Planungsspiele sind halt auch normal für die kindliche Entwicklung, ne? Dass die halt dann irgendwann dazu übergehen, immer mehr zu beschreiben erstmal das Spiel, was alles stattfinden soll. Ja, das ist so eine kognitive Leistung, die die auch haben, dass sie sich so Sachen vorstellen können. Aber es ist halt tatsächlich nicht notwendig, dass wir das die ganze Zeit begleiten, sondern wir können halt sagen, okay, wir machen auch Spiele, die Spaß machen und zusammen, aber ich kann halt nicht alles mitspielen. Hm. Wie ist das bei euch da draußen? Spielt ihr mit euren Kids den ganzen Tag Rollenspiele oder sagt ihr lieber, ihr spielt und ich mache mein Ding und ich gebe vor, was wir zusammen machen oder wir finden einen Mischmasch? Ich finde das ganz schwer. Also ich habe immer das Bedürfnis, zwischendurch so ganz gezielt zu sagen, du darfst jetzt die Kontrolle haben und bestimmen, was wir machen und ich lasse mich voll drauf ein. Aber dann wieder den Bogen zu kriegen und zu sagen, so und jetzt möchte ich irgendwie wieder bestimmen, das ist ganz schwer. Hm. Zeitfenster festzulegen und zu sagen, okay, wir machen jetzt das und später machen wir noch was anderes. Oder halt umgekehrt, erst spielen wir zusammen oder machen wir zusammen was in der Küche und nachher kann ich dann einfach beim Spiel, wenn wir das erledigt haben zusammen, können wir dann halt einfach entspannt spielen. Ne? Also tatsächlich ist es auch so einzuteilen, auch wieder, ne? Auch wieder so eine Planungssache, um zu schauen, dass man da auch auf sich selbst Rücksicht nimmt. Hier schreibt noch jemand, in der Kita spielt niemand Sockenpuzzle. Da ist echt Stress. Wir müssen überlegen, ob es reicht, dass wir Mutterschaft jetzt anders wahrnehmen und leben. Oder vielleicht dann Kita ab 1. Natürlich ist das auch eine schwierige Sache, weil die institutionelle Kinderbegleitung hat sich natürlich nicht so schnell anders verändert, wie halt Erziehungen sich in den Familien verändert haben. Also wir treffen halt in Kitas und Schulen immer noch auf alte Rahmenbedingungen und auf Menschen mit alten Erziehungsvorstellungen. Das ist tatsächlich momentan eine ganz große Schwierigkeit in vielen Familien, wo halt diese Konzepte aufeinandertreffen. Und da gilt es dann eben tatsächlich zu schauen, finde ich passende Betreuung für mein Kind, das halt zu unseren Erziehungskonzepten passt? Oder kann ich in den Orten, wo die Kinder sind, eben Kompromisse aushandeln? Ja, natürlich gibt es halt immer Sachen, die gehen halt einfach gar nicht. Ja, zum Beispiel immer wieder ein ganz, ganz großes Thema ist aufessen müssen in Kitas oder die eigentlich verbotene Lätzchenfixierung, dass diese Lätzchen auf den Tisch gelegt werden und die Teller draufgestellt werden und die Kinder sich nicht bewegen können. Das kann ich nicht. Es ist ja auch eigentlich verboten, tatsächlich in einigen Bundesländern, wird aber immer noch in der Praxis manchmal gemacht.
Und das sind halt einfach wirklich No-Gos, ja, oder die Kinder werden dann rausgesetzt in einen anderen Raum und so. Ne, aber dann bei anderen Sachen ist es halt gut, wenn wir irgendwie Kompromisse finden können, wenn es Sachen gibt, die wir halt nicht ganz so toll finden, dann mit denen zu sprechen, wie man es irgendwie anders lösen kann. Hm. Verrückt. Ich lese gerade hier nochmal Planung, Haushalt, Lebensgefühle. Das alles spielt eine Rolle. Die hilft im Haushalt spielerisch mit und spielt alleine, ihre Tochter jetzt hier, zwischendurch rumalbern und ein Buch und dann ist Alltag. Mal Kinderbesuch. Ja, genau. Spannend. Ja, so ist so der Alltag, ne? Und da muss man irgendwie den Weg finden, sich loszulösen von der Gesellschaft. Was sind die Ansprüche von außen und was sind eigentlich meine Bedürfnisse und wie will ich leben? Und sich dann von diesen Normen einfach auch mal zu lösen und zu sagen, und wir machen es jetzt einfach so und für uns ist es super. Das ist schon echt ein weiter Schritt, den man, glaube ich, gehen muss und viel Arbeit, bis man dieses Selbstbewusstsein erreicht hat. Aber ich glaube, das ist der Weg, den wir uns alle irgendwie wünschen. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht in der Entwicklung, ob halt nächstes Jahr, übernächstes Jahr dann tatsächlich diese klassische gestylte Cappuccino-Mama überhaupt noch existiert oder ob wir alle irgendwie gemütlich in Jogginghosen so auf dem Spielplatz sitzen. Ich fände es super. Einfach Freunde dann zu finden, die halt mit unterstützen, ne? die gleichen Werte irgendwie tragen und wo man halt sich auch zusammentun kann und sich halt gegenseitig sowohl in der Grundhaltung unterstützt, als auch im Alter unterstützt. Ja, schön. Genau, wir haben ja in unserem Beitrag auf Instagram und auch auf Facebook schon angekündigt, dass wir 3 signierte Bücher von deinem neuen Buch Mutter sein verlosen dürfen. Ihr dürft unter diesem Beitrag gerne noch weiterhin kommentieren und unter allen Kommentaren werden dann Bücher verlost und wir freuen uns ganz besonders über dieses Gewinnspiel und auch über das Thema, was du einfach aufgreifst in deinem Buch, weil das ist natürlich auch genau das, was uns alle bei Ernstings Family, aber auch überall einfach total bewegt, jeden Tag, dieses Muttersein und wie schaffen wir das eigentlich? Und ich wünsche uns da draußen alle viel Kraft und sage, wir sind alle perfekte Mütter, genau wie, so wie wir sind. Und wir sind liebevoll und für unsere Kinder da. Und das ist das Wichtigste. Ja, ich danke dir vielmals, dass du heute dabei warst, liebe Susanne. Ja, danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.